wir fahren genau nach dem elektronischen Messgerät 9,6 km/h. Dürfen tut man hier 25 km/h auf dem See. Nur in Ufernähe maximal 9 km/h. In vielen Kanälen ist extra nochmal ausgeschildert. Da steht die Geschwindigkeit auf dem Schild, im roten gekennzeichneten Schild. In diesen Kanälen steht 6 km/h. Und 6 km/h ist im Prinzip ein normaler Fußgänger. Wenn er spazieren geht, sind 5 km/h. Und dann kann man, wenn man durch den Kanal will, gucken, so ungefähr, ob man es so fußläufig die Geschwindigkeit schafft.